das ist Skyline TV live, jeden Donnerstag von 18 bis 22 Uhr, heute aus Köln, heute auf den Spuren von deutscher Fernsehgeschichte. Ich mache das nicht alleine. Adam empfängt Julian Schlichting vor dem Startpunkt der heutigen Studiotour, dem WDR-Studio. Lügen! Oh, Lügenpresse. Lügenpresse. Lügenpresse hier Recht in hat Köln. Er. Ach nein, du hast sogar die Mütze aus Dortmund dabei. Ja. Ah, das ist doch mein Adam. Jetzt, das jetzt ist meine Mütze doch, hier in Dortmund. Auf dem Weg zum Kölner Dom sprechen Adam und Julian unter anderem über ihre bisherigen Studiobesuche und TV Total. Was war jetzt deine erste Sendung? Ah, genau. Ich glaube, das war Olli Pocher tatsächlich. Mhm. Meine war Ran mit Jörg von Torra. Sogar öfters auch alleine nach Köln, um einen Abend bei TV Total zu sein, am nächsten Tag wieder zurück. In dem McDonald's habe ich mich mal geprügelt. Meine erste und einzige Schlägerei habe ich da erlebt. Und ich habe sie angezettelt. Wir sind auf der Domplatte hier. Hallo, Alec. Hallo, na? Yay! Hier wird jetzt gerade Videoaufnahmen gedreht. Yay, what's up? Du hast ein schönes Hirschgeweih auf deinem Filter. Ja, ne, Snapchat, mach wirklich. Hast du verschiedene? Ja, genau. Kennt ihr den? Also, Julian hat ihn dreimal getroffen. Ich war nur bei ihm zum Grillen, aber das ist ein bisschen. Er ist halt privat ein bisschen anders. Er ist nur zum Grillen. Voll cool. Aber wie viele von GZS hast du schon interviewt und wen? Ich war bei Alliger Vergeißen. Halt dich mal nicht so zurück, wir müssen auch mal Werbung für dich machen. Du bist hier geil. Du bist das erste Mal zum Grillen. Ja. Ich bin das vierte Mal. Ich wohne jetzt seit einem Monat hier. Okay. Und wie gefällt dir der Grund, warum sie hier ganz sind? Ganz gut, also so groß, so ganz andere Menschen als Osnabrück, wo ich komme. Osnabrück ist scheiße, nur kurz. Ja, weil so anders. Das wie lange bist du denn schon hier? In Deutschland? Nee, hier in Deutschland. In Köln? In Köln? Eine Stunde. Wieso weißt du jetzt nach einer Stunde schon, dass die Leute anders sind? Weil niemand mich anguckt. Ich meine, guck mal, wie ich rumlaufe. Wir sind live! Wir sind laut! Der nächste Drehort ist die Kunstbar, bekannt aus der RTL2-Serie Köln 50667. Adam spricht mit Julian über seine Auftritte in Trash-TV-Shows. Bei der Klinik am Südring war ich vor 3 Wochen und da habe ich einen depressiven Schlafwandler gespielt. Die hängen alle so akkurat runter hier. Was ist denn los mit euch? Jetzt hört doch mal auf, hier so rational zu sein. Ihr seid verliebt, meine Fresse. Ich habe zum Beispiel mit Edding draufgeschrieben, dafür lese ich das als erstes. Tatjana und Maslani. Es wird gemunkelt, ob diese Brücke unter der Last der vielen Schlösser zusammenbricht. Was zum Henker? Unsere gemeinsame Reise. Ja, sag mal, geht's noch? Wie dekadent seid ihr denn? Die anderen haben sich drangehängt. Verdammte Axt, die haben sich drangehängt. Der Zuschauer Kevin kommt spontan hinzu, obwohl Adam ihm im Vorwege gesagt hat, dass bereits Julian als Guide eingeplant ist. Das wird in Köln ganz häufig gemacht. Komm, wir gehen dazu, wir machen mit. Du kannst doch nicht in die Mitte laufen. Lass die Leute doch ihren Sport machen. Was ist das? YouTube. Ja, das ist schön, aber wir würden hier ganz gerne so ein bisschen. Rechtlich gesehen kannst du uns gar nicht. Sollen wir 1 Meter weiter Sport machen? Ja, machen wir hier Sport. Ja. So. So, Sportdame. Adam und Kevin sprechen über die Möglichkeit, einen Livestream aus Jordanien zu machen, da Kevin für 10 Tage dort ist. Nach einer weiteren Sportübung verschwindet Kevin. Ihr müsst euch noch bewegen, ihr müsst euch bewegen. Du musst gegen anlaufen, Adam. Ja, ich warte, bis du loslegst. Ach so, ja, ist da. Oh, da ist ja richtig viel drin. Ja, ach was. Mach das doch mal, Adam. Jo. Du wolltest das doch lupfen, oder? Ja. Oh, abgerutscht. Vorsicht, das läuft doch aus. Ja. Yeah. Okay. Siehst du, ist nicht so leicht, oder? Vorsicht. Aber ich habe das Gefühl, das ist nicht standardisiert, Julian. Ich glaube, es ist breiter als sonst. Das glaube ich auch. Mach mal. Ja, ist aufregend. Go, 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 das schafft ihr noch. Hier ist noch eine Banane. Die werden schneller, ne? Ja. Oh, nicht schon wieder. Polizei, geh vorne, ist wieder da. Und die sitzen sogar drin. So. Der Polizist steigt jetzt aus. Oh, der kommt jetzt auf uns. Aber wir haben diesmal wirklich nichts gemacht. Ja, jetzt sind zum Kofferraum gegangen. Oh. Ja. Links die Lanxess Arena. Dort finden so schöne Events statt wie von Shakira gestern. Die dann einfach einen Tag vorher gesagt hat, nee, das war Grönemeyer, sorry, weil ich muss, das habe ich nicht trainiert. Aber die auf jeden Fall sagt, dass ihre Stimmbänder nicht mitmachen und deswegen das ganze Konzert absagen lässt. Adam soll 1 Minute lang laut singen. Ja. Zweite Liga Kölle ist dabei. Für wie viel Euro? 20. Ist das gesundheitsgefährdend? Zweite Liga Kölle ist dabei. Ich muss das gar nicht machen, ne? Zweite Liga Kölle ist dabei. Zweite Liga Kölle ist dabei. Zweite Liga, Köln ist dabei. Zweite Liga. Dann wird im Chat gefragt, wo sind die Kölner Huren? Mal fragen, ne? Umfragen. Ja, ich frage doch diese Dame da. Ja, auf deine Verantwortung. Ja, auf meine Verantwortung.
Auf deine Verantwortung. Ist in Ordnung. Okay. Hallo? Wissen Sie, wo ein Taxiplatz ist hier? Irgendwo in der Nähe? Ja, hier auf dem Heumarkt. Da müssen Sie die Straße hochgehen. Da ist ein großer Platz und da stehen die Taxis. Ist das da, wo die Huren sind in Köln? Verzeihen Sie mein Wort. Nee? Nee. Neumarkt ist das. Ach, sind die Huren da gar nicht mehr? Wer? Die Huren? Fragen Sie mich was Leichteres, wollte ich wissen. Tut mir leid. Nee, dachten wir. Für wen arbeiten Sie? Welcher Programm? Nicht für Sie. Für Lidl. Lidl? Ja, also er arbeitet bei Lidl und ich arbeite bei Aldi. Gehen Sie eigentlich gerne zum Karneval? Ja, 11.11. Schikalina. Schikalina. Wir brauchen dieses Taxi eigentlich. Fahren Sie. Steigen Sie zu Fremden ins Auto. Sie wohnen ja hier. Nein, wir fahren jetzt nicht nach Düsseldorf. Wir fahren jetzt zum Hohenzollernring. Gib mir eine Karte von dir, bitte. Ja, gerne. In welchem Programm komme ich morgen? ARD, tschüss. Ich rufe dich, ne? Ja, rufen Sie mich. Kommen Sie auch mit, ich fahre Sie nach Düsseldorf von da. Ja. Ich wohne hier. Ach so, dann ist doch gut. Das ist gerade das teuerste Interview überhaupt, ja. In das Geschäft. Ja. Debüt. Machen Sie gut, ich muss leider jetzt die Tür zumachen. Hohenzollernring zum Kiosk Naftun würden wir gerne. So ja. Heißt dieser legendäre TV-Total-Kiosk. Hier ist die Neumarkt-Galerie. Ja, genau. Und da oben ist diese Eistüte drauf. Da wurde Danny Lowinski gedreht. Okay. Ganz oft bei Britt und bei Franklin in Hamburg und bei Johannes B. Kerner. Das war wirklich früher. Also Alter, was du alles besucht hast. Ja, da war ich auch wirklich als Jugendlicher. Nee, stimmt, das reicht. Das brauchen wir gar nicht. Moment, Leute. Hast du so regionale Spezialitäten? Nein. Leberwurst aus Osnabrück. Ja, das ist so nämlich Quatsch, Berchtesgadener Busserl. Genieß das war echt teuer. Du musst genießen. Ja, Nougat, ne? Los, genieß. Wo ist denn jetzt der Kühler? Genieß, Patsch. Ja. Nur genieß eigentlich. Genieß du jetzt wohl. Also Kapitol war das, wo TV Total seinen Anfang genommen hat. Ja, und vorher war da aber Harald Schmidt drin und die Wochenshow. Ingrid und Klaus war das Schlechteste bei TV Total. Ja, das stimmt. Das heißt nicht, stimmt so. Jedes Mal, ich habe so eine Aggression bekommen, als sie ihm aufs Maul gehauen hat. Das ist ja der legendäre Kiosk von TV Total. Ah, das ist auch einer der Leute, die Naschi sagen, ne? Ja, Norddeutsch. Ekelhaft. So, Naschi. Hier hast du deine Naschi-Tüte. Also Schlümpfe müssen natürlich sein. Salz, Lakritz, Brezel. Also Robbelose hier? Nee, leider nicht. Gar nicht. Waren Sie auch damals dabei, als TV Total hier war? Jawohl, ja. Waren Sie der gefragt wurde? Ich nicht. Waren sie ich so war immer daneben. Also, und wie fanden Sie das? Ja, lustig. Meistens lustig. Meistens lustig, aber manchmal aber ein bisschen manchmal anstrengend. Auch traurig. Wurden die sehr die dumme Antworten, meine ich. Das ach, ja, sehr, aber die dumme Antworten wurden manchmal auch so ein bisschen provoziert. Die wollen, dass wir super Dickmans kaufen. Ja, beide heute guter Appetit, oder wie? Ja, es ist ja. Immer so, ich kaufe immer gerne ein. Die Kunden, die standen noch bei TV Total immer hier so eher, ne? Nee, das hier, Kamera war hier. Die Kamera war da, wenn man das nur nachstellen könnte. Der war hier, eng zu mir und der Mann war hier immer. Derjenige, das interviewt. Der hatte eine Glatze, ne, glaube ich? Wer, derjenige? Der, nee. Der gefragt hat? Nee, eigentlich sah so wie sie aus. Ach so, wie ich? Ja, echt. War ich das vielleicht? Weißt du? Ich kenn's, so ein Bild, wie wir beide in der Kulisse stehen. Du willst ein Bild, wie wir in der Kulisse stehen? Ja. Ja, können wir das hinbekommen? Ja. Die haben immer, glaube ich, für ein paar Wochen das abgedreht, ne? Die haben immer vor 2 Wochen abgedreht. Und wie kam das dazu? Wieso sind sie das geworden? Also, die haben schon einen Raum als Kiosk, wo viel Laufkundschaft reinkommt, gesucht und hier war das Beste. Nein, von irgendwo. Können Sie mal kurz die Tonangel machen? Müssen wir ganz kurz den Ton so von oben rauf nach halb. Sind ja groß. Damit das realistisch ist. Jetzt müssen wir so tun, als wenn wir irgendwelche TV Total, also irgendwie so gerade reingekommen, ne? Und so völlig erstaunt, dass die Kamera leuchtet, so, oder? Oh mein Gott! So, und jetzt kommen ja schon die Schnitt. Was schauen Sie am Wochenende? Genau. Ja, also ich gucke meinen Film mal mit Tom Hanks. Ich gehe feiern, ich gucke gar nichts mehr. Ja, du gehst doch nicht feiern. Ey, er denkt immer die ganzen Alten. So haben die dann gemacht, ne? Ich bin's halt die Pringles, was soll's. Er hat die Tonangel gemacht. Tonangelmänner bekommen 3 Euro hier. Ja, das ist auch noch hier, die Adel. Ja, komm. Oh, Moment, nicht, dass es zu viel ist. Hier, ich bezahl's wegen Tonangel. Wegen Sprache. Das haben sie gut gemacht, nimmst es mit. Hätten sie mal besser noch ein bisschen mehr eingekauft. Ja, bitteschön. Dann kamen danach noch irgendwie Anfragen von anderen Sendern, die das nachmachen wollten oder so, oder? Ja, damals als TV Total hier gewesen, aber wir wollten nicht, weil die wollten das. Hier nur vor TV Total bleibt. Hat der Typ dann aber auch mit dieser quietschigen Stimme so geredet damals? Ab und zu, nicht immer, aber nicht ganz krass, so wie im Fernsehen man hört. Hat er einfach so auch eine leicht froschige Stimme gehabt dann wahrscheinlich? Ja, so ich manchmal. Und, ja. Ich glaube, ich habe manchmal so eine leicht froschige Stimme. Ja, du hast ein Stück Kermit, manchmal los. Echt, ne? Manchmal so. Aber nicht, wenn ich date, dann rede ich einfach immer so. Nee, kann ich, hat's nicht bewusst. Ja, das ist wieder dein Grönemeyer, du kannst echt nur den. Gute Geschäfte noch. In ein paar Jahren sieht man sich nochmal wieder. Alles Gute, Dankeschön. Tschüss. Und dann gibt es halt diese Geschichte, mir einfach irgendwelche Pakete zu schicken. Weil ich kann es nicht mitschleppen.
Und schon wieder hat da jemand nicht drauf gehört. Und ich finde es ja wahnsinnig lieb. Alles gut, ja. Aber wie soll ich denn diesen ganzen Ultra-HD-TV-Fernseher denn jetzt mit nach Hause nehmen? Ja, jetzt sitzt er da fest. Ja, ja, das bleibt da stecken. Wir gehen jetzt zur Schanzenstraße, wo ab 2003 das TV-Totalstudio war, bis zum Ende. Von dem wir gehen. Auch fahren. Der nette Taxifahrer fährt uns. Genau. Ja, wir sitzen hier. Aber da war auch ganz viel mehr. Also da ist immer noch Schlag den Star. Alles vom Brainpool ist da. Ja. Da ist Harald Schmidt gewesen. Das ist ganz lecker. Und aber nur schon das obere abbeißen. Das ist genau dieses hier. Im TV-Total-Kiosk. Mega lecker. Ah. Über einen Haufen gelaufen bin, ohne Scheiß jetzt. Das hast du schon 20 Mal erzählt, aber das kannst du jetzt einmal. Jetzt erzählst du mal. Wir haben auch neue Zuschauer. Guck mal, wir damals, sind. Damals, als Adam zusammen wir denn? Mit Stefan Raab auf Toilette 260 ging. Leute. Warte, du bist mit ihm zusammen rausgegangen, hast dich gewundert, dass in dem Moment auf dem Gang keine Security ist. Hättest du ihn anfassen können, hast du auch überlegt. Lass die Leute doch erstmal heiß machen, damit wir noch Werbung zeigen können. Ob du ihn ansprichst, hast du noch überlegt, hast aber nicht gemacht und jetzt kommt das Ganze noch von dir drüber. Witzig wäre ja, wenn wir das Matschbrötchen 2.0 machen. Ein Matschbrötchen. Kaufen zwei leere Dönerfladen und machen da das Matschbrötchen. Hier ist der Parkplatz, wo Stefan Raab immer raufgefahren ist. Genau, hier sind auch die ganzen Promis raufgefahren. Hier ist eine Auffahrt zu diversen anderen kleineren Produktionsstätten. Genau. Ne? Und hier ist quasi das richtige Gebäude, das Schlag den Star-Studio. Und da ist jetzt der Luke Mockridge in dem alten TV-Total-Studio, hast du das gesehen? Große Foyer, von dem wir sprachen. Also das ist der Haupteingang für die Studios von TV-Total und Brainpool und den ganzen Gedöns. Die Zuschauer von aller Fernsehsendungen werden immer hier abgefangen. Wenn man da durchgeht, sagen wir mal 20 Meter und dann links, dann ist man im Schlag den Star-Studio. Mhm. Jetzt gehen wir auf jeden Fall hier so runter, gehen sie dann, Elton genau. Und Boris Becker. Gehen wir hier so runter und genau. Gehen dann hier so lang. Hier stehen dann immer so links und rechts irgendwelche Leute, die dann so ein bisschen im Hintergrund winken. Wir stehen gerade quasi dort, wo man als Beteiligter von Schlag den Star überhaupt keine Ahnung hat, was heute für Außenspiele stattfinden. Das ist das Gelände, also hier sind das die Außenspiele. Das habe ich doch eben schon gesagt. Ja, aber guck mal, hier der Zaun jetzt, ne? Der Zaun ist... Ja, da werden wohl ein paar Security-Leute dazwischen sein. Ja, ich meine, hier kann man nicht rüberklettern. Mir geht es auch gar nicht darum, hier das Spiel zu ärgern. Mir geht es eher darum, nee, klar. Den Gang zu... Wenn, genau, wenn die gerade rausgehen, ja, genau. Ja, oder wieder reinkommen. Also wir müssten eigentlich ja, da hinten irgendwo an einer kleinen Istanbulstraße stehen. Wunderschöne Plakate von der Kölner Weihnachtsdekos. Schwenker, bist du ein Juffenlauch, Alter! Was ist denn für ein Plakat? Guck dich mal an! Das ist mir nur aufgefallen, weiter. Das ist normalerweise offen. Und da gehen die, das ist nämlich ein schräger Eingang. Das ist nochmal das hier rechts lang gehen die. Ah, okay. Ich weiß es nämlich, weil links ist ein bisschen Gestrüpp gewesen und die sind so schräg reingegangen. Okay. Das ist nicht so weit, das sind die paar Schritte gewesen und dann direkt hier rein. Bei der Heute-Show war das unangenehmste Warm-up, was ich ever erlebt habe. Raab hat seinen Warm-up zwar immer selber gemacht, ja. Aber es war immer dasselbe. Ja. Genau, genau, ja, genau das Gleiche. Ja, immer das Gleiche und bei der Heute-Show zeigen die einfach Unfallvideos. Ach. Und sagen vor auch, ja, sorry, wir brauchen das, um die Lacher einzufangen. Wirklich? Ja, wirklich wahr. Bescheuert. Welcher Hallo? Sendung waren Sie? Oh, die sehen unglücklich aus. Ich glaube, die Sendung war scheiße. Ach echt, Luke Mockridge. Im alten TV-Total-Studio. Quasi seid ihr gerade ausgegangen, als ihr reingekommen seid. Ja, okay, das war TV-Total-Studio. Cool, ja. Cool, wie war's? Gut, sehr gut. Sehr gut. Warm-up, dann erstmal 3 Stunden oder sowas? Eine Dreiviertelstunde, glaube ich. Aber nur eine Sendung habt ihr, also eine Sendung war das ganz ja, normal. Ja, das heißt eine Sendung. Das wollte ich trinken. Ja, dankeschön. Das wollte ich jetzt eigentlich trinken. Dankeschön. Folgendes. Kann ich nur so einen Schluck noch probieren, weil ich das gerne probieren wollte. Wir gehen zum Dönermann. Vielen lieben Dank. Ja. Dann, du darfst es doch komplett trinken. Ja. Es ist genehmigt. Waren ihr bei Luke Mockridge? Ja. Ah, cool. Ja, siehst du? Da haben wir richtig getippt. Wart ihr schon bei anderen Produktionen? Schlag den Star oder sowas? Also ich war irgendwann mal bei einer Aufnahme von Kristall, aber mehr auch nicht. Ach, Kristall, den gibt's auch noch. Okay. Ja, dann gib den Leuten, du öffnest deinen Kotbeutel, du holst da die Sachen raus, beißt einfach rein und machst es wieder zu. Oh, Scheiße. Ja, das haben wir vom TV-Total-Kiosk. Wir besuchen nämlich heute Drehort in Köln. Schmacht sagt man in irgendeinem Teil in Deutschland, ne? Schmacht? Wenn man Bock auf Süßes hat. Ja, man hat Schmacht da. Prost. Oh, wie in der Kindheit. Vielen lieben Dank für die Auskünfte. Ja. Gerne. Dann, wie weit im Voraus habt ihr die Karten geholt? Hallo. Noch nicht so lange, so vor 3-4 Wochen oder so. Ach, sie hatte telefoniert und Hallo gesagt, ja. Du bist drauf reingefallen. Ja. Die Kolbstraße. Also eigentlich gehört das thematisch noch zu diesem Studiobesuch heute dazu. Soll ich mal hier noch ein Brot fragen? Ja, das wäre gut. Ja, okay, dann komm. Zwei Brötchen. Wir würden nur 2 Brötchen kaufen. Haben Sie einfach so Brötchen? Für 1-2 Euro? Also quasi das Dönerbrot zum Aufklappen. Dann leg das da so rein. So. Achtung, 3, 2, 1. Oh nein. Eins. So. Dann das ist doch das Widerlichste. Ja, soll gut schmecken. Ich dachte, heute sind wir seriös und zeigen Studioorte. Julian. Oh. Der ganze Chat kennt das. Sag mal, was seid ihr für Widerlinge? Oh. Du kommst echt aus vermögendem Hause. Das hier kennst du nicht? Schade.
Traurig, traurig, traurig. Ein weiteres Mal steigen Adam und Julian in ein Taxi, um nach Ehrenfeld zu dem Studio König, dem Gelände vom Neo-Magazin Royal, zu fahren. Gesprächsthemen sind Arztbesuche, Domian und Julian erzählt von seiner verstorbenen Katze aus seiner Kindheit. Im eigenen Auto darf man eigentlich gar kein Licht anmachen während der Fahrt, oder? Ja, ja, ich meine, privat. Genau, in einem Taxi geht das. Chat. Wo ist Adams Handy? Such mein Handy, ich finde mein Handy nicht. Das hast du gerade noch in der Hand gehabt. Ja, jetzt irgendwie nicht mehr. Ganz schlechter Zeitpunkt. Ist das Handy noch im Taxi? Ja, das Taxi und Adam, die beiden Leute sind dahinter und suchen dieses Handy. Wir können aber nicht nah rangehen, weil die Kamera so ein großes Licht hat und man dann sofort sehen könnte, dass wir hier sind. Julian übernimmt das Mikro und geht weiter vom Gelände weg, um nicht aufzufallen. Er geht auf den Live-Chat ein. Da drin sind schon Leute am rausgucken, die schmeißen uns hier gleich vom Hof. Wir sind auf dem Privatgelände vom Neo-Magazin Royal. Gut, bisher haben wir nichts gemacht, wir sind mit dem Taxi aufs Gelände gefahren. Läuft eigentlich das Taxameter in so einem Fall noch? Wie sieht das rein rechtlich aus? Voll so stalkermäßig. Er sitzt da. Also er sitzt da drin. Florentin Will von Neo Magazin. Hey. Hi. Hi, was macht ihr? Haben wir uns noch nicht gesehen? Hä? Haben wir uns noch nicht gesehen, ne? Nee, wieso? Was denn? Wir sehen uns morgen wahrscheinlich dann nochmal. Morgen werden wir vorgestellt. Wegen was? Wegen zu Besuch quasi für 2 Wochen. Wo bin ich denn Besuch? Über Sibylle. Ich weiß nicht, wovon du redest. Wir sind von Skyline TV? Ja. Ist das quasi öffentlicher Parkplatz hier oder nicht? Nein, das ist nicht. Ach so, nee, dann gehen wir noch ein Schrittchen zurück. Wir wollten nur halt, wir besuchen gerade die Studios nacheinander und erzählen halt nur ein bisschen davon. Nein, Bim Bam hat gesagt, wir sind die neuen Praktikanten für 3 Wochen. Wieso hat Bim Bam denn gelogen? Aber ich dachte, Sibylle ist überall. Irgendwo gibt es doch irgendeine Buchhalterin, die heißt Sibylle. Wir waren hier schon auf dem verbotenen Grund und wenn wir dann noch die Leute abfilmen. Ja, dann wird's echt. Da hätten die uns schon anschauen. Aber du hattest schon Bock drauf. Weil du hast ja auch so ein bisschen das Gefühl gehabt, hey, der kommt gleich raus und macht irgendwie was Witziges mit, aber für ihn ist das jetzt gar nicht witzig. Für ihn ist es überhaupt nicht witzig. Stell dir mal vor, du arbeitest da und dann filmt da jemand rein. Es geht zum Hauptbahnhof. Doch vorher wird ein kurzer Zwischenstopp beim Kebabland gemacht, der von Jan Böhmermann ständig hochgelobt wird. Hier ist voll, voll ist das, ja. Oha. Schön, ja. Ja, nicht schlecht. Und der soll so gut sein. Ja. Ist Jan Böhmermann da und deswegen ist es so voll? Ein bekannter Zuschauer schaut wieder ungeplant vorbei. Ja, Kevin! Hab mich gefreut! Hey! Julian, tut mir leid, ich hab's noch gehört. War keine Absicht. Ich werde gleich einen Matschdöner essen, darauf freue ich mich am meisten. Gute Nacht, wir bleiben in Kontakt. Tschüss. In Skyline TV Live besucht Adam jedes Mal einen anderen Ort. Live im Stream. Abonniere den Kanal und drücke auf die Glocke, um jeden Donnerstag von 18 bis 22 Uhr live dabei zu sein, während du dein Matschbrötchen isst.